Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein etwas anderes Video und zwar stelle ich euch mal nicht Produkte vor, die ganz, ganz viele mögen, sondern ich stelle euch heute Produkte vor, die ganz schlecht bewertet wurden. Und dafür habe ich mir für dieses Video die Seite Douglas rausgesucht und die schlecht bewertesten Produkte rausgesucht. Dabei sind das Produkte, die schon etwas öfter bewertet wurden. Also es gibt natürlich auch Produkte, die nur einmal mit einem Stern bewertet wurden. Die habe ich dann nicht genommen. Ich habe schon versucht, Produkte zu finden, die öfter schlecht bewertet wurden. Und da sind einige Produkte dabei, die habe ich sogar selber. Das wird mega spannend, weil da sind auch Produkte dabei, die super teuer sind. Unter anderem ein Pinsel für fast 50 Euro. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und alle Produkte, die ich erwähnen werde, findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt mal. Wie ihr sehen könnt, habe ich nur Augen und Lippen geschminkt. Die meisten schlechten Bewertungen hatten irgendwie nur Gesichtsprodukte. Und ich komme ein bisschen näher ran, damit ihr natürlich auch etwas sehen könnt. Und bei einem Produkt bin ich so gespannt, weil das habe ich noch nie gesehen. Und zwar handelt es sich um einen pulsierenden Make-up-Schwamm, der hier so aussieht. Das Ganze nennt sich Automatic Foundation Applicator Starter Kit. Das Ganze ist so groß wie meine Handfläche und kommt mit einem Wechselschwamm. Darauf gibt es eine atmungsaktive Kappe, also dass hier auch Luft rein und rauskommt. So, hier steht jetzt Pull drauf. Das werde ich jetzt machen. Und damit habe ich das Gerät jetzt aktiviert. Ich mache es einfach mal an. Okay, es vibriert leicht. Und es geht wieder aus. Erstmal die Anleitung durchlesen. Man soll die Foundation also auf den kompletten Schwamm verteilen und das dann in kreisenden Bewegungen auftragen auf dem Gesicht. Und ich werde das mit einer Hälfte machen, denn auf der anderen Hälfte werde ich diesen besagten teuren Pinsel benutzen. Das Produkt wurde mit 3 von 5 Sternen bewertet insgesamt. Hauptsächlich bemängelt wurde, dass das Unmengen an Produkt verschlingt und dass es die Foundation zu dick aufträgt. Als Foundation werde ich von Estee Lauder das Double Wear Nude vorstellen. Und zwar handelt es sich bei der Foundation um einen Cushion Stick. Also habt ihr hier so ein Kissen drauf und könnt dann das Produkt hier oben, ups, das habe ich schon jetzt gemacht, hier oben rausdrehen und dann kommt das raus. Das Make-up wurde mit 2 von 5 Sternen bewertet. Hauptsächlich bemängelt wurde an der die mangelnde Deckkraft. Okay, jetzt werde ich das Produkt einfach hier auf dem Schwamm hier auftragen. Richtig dumm von mir, dass ich einen Schwamm auf dem Schwamm jetzt trage, aber egal. Jetzt soll man die Foundation mit dem Stick erstmal verteilen auf das, auf die Wangen, Kinn und auf die Stirn. Ich habe mir gerade überlegt, was ist denn das? Und ein bisschen hier auf die Nase. So, und jetzt soll ich in kreisenden Bewegungen das langsam einarbeiten. Also ich sehe noch nicht den Sinn darin, dass es pulsiert. Ich habe bei der Foundation übrigens die Farbe Ecru. Ist noch ein bisschen zu hell, glaube ich. Ja. Naja, egal. Ich verstehe das Gerät nicht. Ich bin gerade voll verwirrt. Egal, ich drücke mal ein bisschen mehr auf, weil sonst verblendet das hier in 5 Jahren nicht. Also die Foundation ist ganz gut, die wirkt aber noch ein bisschen zu kalkig, finde ich. Ich habe das Gefühl, da ist Sonnenschutz drin. Und genauso fühlt sich das auch an gerade. Ich trage nochmal Concealer auf, weil wie ihr sehen könnt, sind meine Augenringe noch sehr stark zu sehen. Und dann versuche ich das nochmal damit irgendwie einzuarbeiten. Also ich habe hier eine Narbe und normalerweise reicht es, wenn ich mit dem Beauty Blender und einem Concealer einmal drüber gehe. Jetzt bin ich schon 3-mal drüber gegangen und das wischt den Concealer einfach die ganze Zeit weg. Ich versuche es jetzt noch einmal, wenn die Deckkraft dort wieder weggewischt wird bei der Narbe, dann schmeiße ich das Ding aus dem Fenster. Ich versuche mal nur so aufzutupfen. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe das Geheimnis raus, wie man das jetzt ordentlich benutzt. Und zwar glaube ich bin mir natürlich nicht sicher, weil auf der Anleitung was anderes drauf steht, dass wenn man das Produkt auf dem Gesicht aufgetragen hat, dass man es wirklich nur so auftupfen soll und somit die Foundation verblenden soll und dass man das nicht in kreisenden Bewegungen machen soll. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt nur gemerkt, dass es auf jeden Fall besser ist mit der Deckkraft und es sieht sehr, sehr schön verblendet aus. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ihr könnt hier meinen Augenring sehen. Und hier ist es halt deutlich reduziert. Die Foundation an sich finde ich ganz gut. Die Farbe ist noch nicht so meins. Aber ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen... Ist hier Sonnenschutz drin oder bilde ich mir das nur ein? Aber das Ding finde ich meiner Meinung nach absolute Geldverschwendung. Ich habe jetzt viel, viel länger gebraucht als mit dem Beauty Blender. Und bei der Foundation finde ich meine, da steht New drauf. Und wenn da halt keine starke Deckkraft ist, ich meine, man ist vorgewarnt, es steht auf der Verpackung drauf. Kommen wir nun zu dem Produkt, was fast 50 Euro kostet und nur einen Stern hat. Und zwar wurde hier bei dem Pinsel bemängelt, dass es direkt kaputt gegangen ist nach 2 Wochen oder so. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ich werde jetzt mal gucken,
ob die Applikation gut ist, ob das Produkt an sich gut ist und ob das die Foundation gut verblendet. Und ich werde die gleiche Foundation auch nochmal auf der Seite verwenden, damit wir nochmal die verschiedenen Applikationen vergleichen können. Und dieser Pinsel hat diese typische moderne Zahnbürstenform, womit man das irgendwie so richtig praktisch einarbeiten kann, dass man nicht so macht, sondern dass es ein bisschen handlicher ist für den Menschen selbst. Es hat durchgängig nur einen Stern. Oh. Nein! Habt ihr das gesehen, was für ein Brocken an Foundation hier runtergetropft ist? Nicht mit mir. Ich schmier mir das direkt wieder ins Gesicht. Das war so teuer. Fangen wir mal an, das zu verblenden. Guck mal, wie schnell das geht. Also ich habe jetzt 30 Sekunden gebraucht, um das komplett zu verblenden. Oh mein Gott, das sieht richtig gut aus. Wie kann das sein, dass es jetzt nur 30 Sekunden gedauert hat mit so einem Pinsel, den ich noch nicht mal angefeuchtet habe. Gar nichts. Und das ist perfekt verblendet. So, jetzt noch eben Concealer auftragen und verblenden. Oh mein Gott, der Pinsel ist heftig. Also, sorry Leute, dass ich das jetzt sagen muss, weil der Preis schon echt heftig ist. Das Ergebnis ist besser als mit dem Beauty Blender. Der Grund auch für die schlechte Bewertung ist, dass der nach 2 bis 4 Wochen schon kaputt gehen soll. Da bin ich wirklich, wirklich mal mega gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert, weil das ist 100 pro locker safe mein absoluter Lieblingspinsel für Foundation jetzt geworden. Gerade in dem Moment. Es ist so heftig. Wie geht das? Ich hoffe wirklich, dass der nicht nach 2 bis 4 Wochen den Geist aufgibt und abbricht. Und jetzt sieht die Foundation auch auf der Seite viel, viel besser aus. Ich mag diesen leichten Glow auf der Seite. Und wie ihr sehen könnt, wurde hier auch nicht so gut abgedeckt wie auf der Seite. Also jetzt im direkten Vergleich kann man auf jeden Fall schon mal erkennen, dieser automatische kreisende Applikator war der größte Bullshit ever. Aber ich habe auch keine besseren Neuigkeiten für euch, denn der 50-Euro-Pinsel war 100.000 Mal besser und der gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Und ich bin so froh, dass ich etwas gekauft habe, was so gut funktioniert. Lasst uns beten, dass er nicht den Geist aufgibt, weil dann wäre ich sehr, sehr traurig. Übrigens habe ich überlegt, das gleiche auch nochmal mit Amazon zu machen. Und zwar die schlecht bewertesten Amazon-Beauty-Produkte. Das Ding ist aber, ich kann das nicht in der Suchfunktion eingeben. Also, falls ihr Produkte auf Amazon findet, Beauty-Produkte, die nur einen Stern oder zwei Sterne haben, mit relativ vielen Bewertungen, dann schickt sie mir direkt mal in die Kommentare bitte. Dann werde ich die nämlich bestellen und für euch austesten. Das nächste Produkt ist ein Augenbrauenprodukt. Und zwar ist es von Dior, das Augenbrauen. Ich habe jetzt die Farbe Blond, weil es nur die Farbe Transparent oder Blond gab. Das Produkt hat 2 von 5 Sterne, ist auch nicht das günstigste Produkt. Und das, was bemängelt wurde, ist nicht die Farbe oder das Gel, sondern eher die Bürste. Denn schaut mal, wie krass nah die Bürste an an der Halterung dran ist. Also seht ihr, was ich meine? Sobald ich das hier auftrage, kommt die Halterung schon direkt an meine Haut ran. Man muss den Stift hier am Ende drehen, damit das Produkt rauskommt. Das Augenbrauengel hier soll einfach die Augenbrauen verdichten und die Härchen in Form bringen. Also einen großen Effekt sieht man auf jeden Fall nicht. Das ist perfekt für diejenigen, die schon dichte Augenbrauen haben, aber nur so auf ganz, ganz natürliche Art und Weise, die verdichten möchten. Aber so wie die in den Bewertungen schon geschrieben haben, finde ich, dass Bürstchen einfach nicht gut ist. Es ist einfach überhaupt nicht weich. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt noch mehr Lücken. Dadurch, dass die Bürste nicht fein genug ist, meiner Meinung nach. Ich mag für meine Augenbrauen sowieso Härchen und keine Gummibürste, weil Gummibürste ist für meine Augenbrauen der Tod. Mir persönlich ist das Ergebnis noch viel zu natürlich. Ihr wisst ja, ich mag es nicht natürlich. Bei mir muss alles richtig fett draufgeklatscht werden. Douglas hat ja auch ein paar Drogerieartikel, wie zum Beispiel Maybelline, L'Oreal und Essence. Und jetzt habe ich ein Produkt, was sehr, sehr wenig Sterne hatte. Und zwar handelt es sich um mein geliebtes Contouring Powder von Maybelline, das Master Sculpt. Und zwar hat das Produkt meiner Meinung nach viel zu wenig Sterne. Es wurde bemängelt, dass es zu rotstichig ist und dass es einfach sich nicht gut verblenden lässt. Und ich weiß nicht, ich mag das Produkt voll und ich habe das Gefühl, dass es viele von euch auch mögen. Ich konturiere zum Beispiel sehr, sehr gerne meine Nase damit und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es zu rotstichig ist. Ich habe jetzt auch die Nummer 2 Medium Dark. Also ich trage das Produkt seit einigen Monaten schon jeden Tag und in den Videos hat auch niemand dazu was gesagt, dass es irgendwie zu rotstichig sein soll. Also könnt ihr gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Ich weiß auch, dass Bella das Produkt zum Beispiel sehr gerne benutzt.
Deswegen würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren. Ich persönlich finde, dass das Produkt mehr Sterne verdient hat. Aber vielleicht bin ich auch einer der wenigen auf dieser Welt, die das so empfinden. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir kommen jetzt auch schon zum letzten Produkt. Und zwar handelt es sich um Nagellack zum Sprühen. Es geht um das Nails Ink Paint Can. Und das habe ich vor Ewigkeiten mal geschenkt bekommen. Das Produkt hat 2 von 5 Sterne und funktioniert so, dass ihr erstmal ganz normal Unterlack auftragen sollt und darüber das dann aufsprüht und dann das 10 Minuten trocknen lasst und dann abwascht. Das, was hauptsächlich bemängelt wurde, ist, dass das viele Bläschen schlägt, dass es unregelmäßig aussieht und dass die Nägel am Ende unsauberer aussehen. Ich meine, ich habe schon mal ausprobiert und es sah ganz okay aus. Ich kann mich aber jetzt nicht mehr so krass dran erinnern, deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es hat geklappt. Ich war so der festen Überzeugung, dass es das letzte Mal nicht so geklappt hat. Es sieht richtig gut aus. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich war der festen Überzeugung, dass es letztes Mal, als ich das erste Mal das ausprobiert habe, dass es nicht klappt. Aber jetzt denke ich mir so, vielleicht ist es auch eine Übungssache. Ich habe einfach den Nagellack dazu benutzt, diesen 2-in-1 Base und Topcoat. Habe ich zuerst aufgetragen, kurze Minute gewartet, habe das aufgesprüht. Das hat 20 Sekunden oder so gedauert. Dann habe ich das auch wieder für 1 Minute trocknen lassen. Dann habe ich noch eine Schicht von diesem Base and Topcoat aufgetragen für den Glanz. Dann habe ich das wieder 1 Minute einwirken lassen und dann einfach meine Hände mit Seife gewaschen. Musste es auch ein bisschen abrubbeln, die Farbe, weil so leicht ging es jetzt auch nicht ab. Aber trotzdem, meine Nägel sind heil geblieben dabei. Und ja, ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht. Als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mit Sicherheit auf jeden Fall günstigere Alternativen für viele Produkte gibt, die ich euch vorgestellt habe. Bei 1-2 Produkten finde ich ehrlich gesagt, dass die niedrige Sterneinzahl einfach nicht berechtigt war. Und bei ein paar Produkten dachte ich mir so, ha, kein Wunder, dass du so schlecht bewertet wurdest. Du bist schlecht. Ihr würdet mich unnormal glücklich machen, wenn ihr auf Amazon Beauty-Produkte findet, die nur 1 oder 2 oder 3 Sterne haben, damit ich die mir bestellen kann und für euch testen kann, ob die wirklich so schlecht sind. Und am besten sind das Produkte, die schon öfter bewertet wurden als einmal. Und was mich auch glücklich macht, ist natürlich einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und für mehr Videos solcher Art. In meinem letzten Video, was ihr hier findet, teste ich Amazon-Klamotten unter 5 Euro. Da sind coole Sachen dabei, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und hier verlinke ich euch noch ein Frisuren-Video, falls ihr demnächst noch irgendwie auf eine besondere Veranstaltung geht. Dann könnt ihr da vorbeischauen und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Links. Einfach in die Kommentare. Ciao!